Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Na. Ja. So wie der Sklavenhändler mit Menschenleben sein Geld verdient, verdient der Kopfgeldjäger seins mit Leichen. Prost! Der Staat setzt auf den Kopf eines Mannes eine Prämie aus. Ich suche den Mann, ich finde den Mann, ich töte den Mann. Nachdem ich ihn getötet habe, schaffe ich seine Leiche fort und übergebe sie den Behörden. Manchmal ist es leichter gesagt als getan. Ich zeige die Leiche bei den Behörden vor, beweise dadurch, ja, ich habe in der Tat den Mann getötet, woraufhin die Behörden die Prämie an mich ausbezahlen. Also, wie der Sklavenhandel ist das ein Fleisch gegen wahres Geschäft. Eine Prämie? Es ist wie eine Belohnung. Sie töten Menschen und kriegen dafür eine Belohnung? Gewisse Menschen, ja. Böse Menschen? Ah, je böser sie sind, desto besser die Belohnung.